Und wir bleiben bei Bildungsangeboten, wechseln aber ein bisschen die Generation, denn auch Erwachsene müssen sich ständig fortbilden, um von den Veränderungen der Welt gewappnet zu sein. Das ist Leitsatz einer der wichtigsten Bildungsinstitutionen hier in Duisburg, nämlich der Volkshochschule. Und über das neue Frühjahrsprogramm will ich jetzt mit dem Leiter der VHS hier in Duisburg sprechen. Herzlich willkommen, Volker Heckner. Schönen guten Abend. Ja, Herr Heckner, wir haben gerade den Bericht gesehen. Zeitzeugenberichte sind nach wie vor wichtig, um eben über so ein Ereignis weiter aufzuklären. Und das hat sich auch die VHS Duisburg zum Thema genommen. Nur leider gibt es da jetzt eine Änderung. Ja, wir wollten kommenden Samstag eine Veranstaltung auch mit einer Zeitzeugin, eine Kooperationsveranstaltung mit dem DGB gemeinsam durchführen bei uns mit Essa Bejerano. Und eine 94-jährige Zeitzeugin. Und dies, leider mussten wir die aus Krankheitsgründen absagen. Weil mit 94 Jahren kann das passieren. Wir haben uns sehr auf diese Veranstaltung gefreut, weil ich finde, was Zeitzeugen uns zu sagen haben, wir haben es ja gerade auch in dem Beitrag gesehen, das ist so enorm wichtig und macht Geschichte lebendig. Aber leider hat das jetzt am Samstag nicht geklappt. Und so müssen wir sagen, die Veranstaltung Samstag fällt aus. Ja, gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle an Sie. Weiter. Genau. Vielleicht aber zu einem späteren Zeitpunkt, bestimmt zum Wiederholen. Ja, das werden wir sehen, was wir machen können, auf jeden Fall. Genau. Wobei das Thema insgesamt auch Holocaust 75 Jahre, da haben wir jetzt keine speziellen Veranstaltungen. Aber in unserem Fundus von 1055 Veranstaltungen, auch in diesem Semester wieder, haben wir ganz viel auch zur Geschichte. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren auch mit der jüdischen Gemeinde, der Geschichte der jüdischen Gemeinde hier in Duisburg, weil ja gerade um unserem Standort, dem Stadtfenster herum, hat es ja auch ein jüdisches Viertel gegeben, ein Kaufmannsviertel. Diesbezüglich haben wir auch bei uns noch eine Gedenktafel. Und wir besuchen zum Beispiel auch wieder das jüdische Gemeindezentrum mit Dr. Ludger Heid, Geschichtsprofessor war er hier in Duisburg. Und da geht es natürlich auch um die Geschichte. Ja, definitiv. Und ich habe heute zur Vorbereitung hier in diesem Buch geblättert. Das ist das neue Programm in Buchform erhältlich. Und da über das Programm jetzt vom Frühjahrssemester wollen wir jetzt ein bisschen weiter sprechen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen angerissen. Aber es ist ja wirklich eine Fülle, eine Bandbreite an allen möglichen Themen. Also von politischer Bildung bis hin zu IT, Gesundheit, Sport. Also jeder, für jeden was dabei, kann man eigentlich sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und besonders herausgestochen ist mir da auch noch zum Beispiel der Quizgott höchstpersönlich, Sebastian Jacobi, der auch schon in der langen Nacht der VHS schon zu Gast war, der bekommt seinen eigenen Kurs quasi. Kann man das so sagen? Ja, Kurs ist bei uns in der Definition etwas, was über das gesamte Semester geht. Soweit sind wir noch nicht mit ihm. Es ist eine Veranstaltung an einem Abend mit Sebastian Jacobi auf jeden Fall. Und entstanden ist die Idee in unserer langen Nacht. Unsere 100-Jahres-Feier im letzten Jahr, die er ja auch schon mit einem Quiz bereichert hat. Und wir haben gesehen, wie groß diese Nachfrage ist. Also der Veranstaltungsraum, in dem er gewesen ist, der ist aus allen Nähten geplatzt fast. Die Leute waren mit Begeisterung dabei. Und wir hatten vorher schon mit ihm die Idee, ob wir nicht mal an der einen oder anderen Stelle, macht das Sinn, ob wir ein neues Format entwickeln können. Bildung, Wissen vermitteln durch ein Quiz. Wir fangen jetzt damit an. Es geht allgemein um Quiz. Man wird viel über Quiz erfahren in dieser Veranstaltung. Aber am Ende natürlich ohne Quiz kommt Sebastian Jacobi nicht aus unserem Haus heraus. So, natürlich so kennt nicht. Man ihn, ja. Ja, klar. Und auf jeden Fall eine Veranstaltung, die viele Leute hinziehen will. Aber auch eine weitere Veranstaltung sind wahrscheinlich IT-Kurse. Nicht nur für Anfänger, sondern eben auch für Fortgeschrittene. Und da kann man sogar eigene Programme programmieren. So wie ich das verstanden habe. Wir haben also mittlerweile eine sogenannte digitale Kreativwerkstatt mit dem Makerspace, wo man dann unter anderem 3D-Drucker zusammenbaut. Und in vielen Bereichen unseres Lebens werden mittlerweile auch Mikroprozessoren eingesetzt. Zum Beispiel bei Hausanlagen. Das ist so alle sprechen dann von dieser Smart-Home-Anlage, die man ja auch selber basteln kann. Und da sind Mikroprozessoren drin von Arduino, Raspberry Pi, die eigene Programmiersprache haben.
haben. Und die kann man dann begleiten zu so einer Kreativwerkstatt, dann bei uns auch erlernen, ja, um dann hinterher solche Anlagen zum Beispiel auch programmieren zu können. Eine ganze Menge auf jeden Fall schon. Und bei Digitalisierung sind wir ja eigentlich schon beim Stichwort, denn nicht nur die kostenlosen Bücher gibt es hier in allen, ich habe es vorhin gesagt, Geschäftsstellen, Bezirksämtern und auch den Stadtteilbibliotheken, sondern die Kurse sind auch mittlerweile seit ein paar Jahren schon per App reservierbar. Ja, ganz wichtig, wir haben verschiedene Medien und ich denke mal, das muss man auch heutzutage. Das Buch ist ganz, ganz wichtig. Das Buch ist im letzten Jahr auch schon vierfarbig geworden. Ich finde, wir haben ja auch nicht nur ein Buch, sondern wir haben zwei Bücher. Es gibt also neben diesem kleinen, was Sie gerade gezeigt haben, auch noch ein DIN A4, großes für unsere Deutsch- und Integrationskurse, die wir haben. Aber dann gibt es auch neben unserer Homepage, wo man wirklich schon das gesamte Angebot findet und auch Aktuelles findet zur Volkshochschule unter Volkshochschule-Duisburg.de, gibt es auch eine Volkshochschule.de-App unter www.volkshochschule.de, kann man aber runterladen auf die Smartphones. Das ist eine Kooperation bundesweit der Volkshochschulen. Man muss dann halt nur seinen Ort eingeben und dann findet man das Angebot. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn mein Angebot, was ich jetzt gerade lernen möchte in der beruflichen Bildung oder bei den Sprachen, und das wird jetzt, obwohl wir da schon sehr, sehr viel haben, aber sollte es mal zufällig sein, dass wir das nicht haben, kann man sehen, ob das in der Nachbarvolkshochschule angeboten wird. Oder ob wir es direkt haben, wann es stattfinden wird. Ja. Alle Informationen an einem Ort. Also Bundesprogramm jetzt auch in Bund und auch in der App und vor allen Dingen an den Preisen hat sich auch nicht viel geändert. Ja. Da ist alles gleich geblieben mit den Ermäßigungen auch zusammen. Tolles Angebot und auf jeden Fall auch ein tolles Gespräch mit Ihnen. Wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank.